Okay. Wunderschön, wir sind bei Layers of Fear 2. Streaming-Status ist gut, das heißt, das Ganze läuft. Wenn wir Glück haben, durchgehend. Ich habe das Ganze, ich prüfe es aber nochmal nach, auf 60 Frames eigentlich eingestellt. So sieht es für mich zumindest aus. 60 Frames, V-Sync ist, was auch immer V-Sync ist, ich weiß es nicht, ist an. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir es ausmachen. Wir können es ja mal probieren. Ah, guck mal. Ich glaube, wenn wir das V-Sync anmachen, dann haben wir diese Querstreifen da nicht. Das sollten wir fast machen, ne? Das wäre besser. Das sieht doch besser aus. Das ist eigentlich... Lautstärke müsste ich eigentlich so weit eingestellt haben, dass das passt. Ausgang. TV-Lautsprecher Standard. Ich habe jetzt Kopfhörer auf. Also von den Entwicklern wird empfohlen, Kopfhörer zu tragen. Und ich brauche es ja sowieso fürs Streaming. Gut, irgendwelche Achsen umkehren wollen wir nicht. V-Sync jetzt angemacht. Das heißt, dadurch wird jetzt hoffentlich vermieden, dass wir diese Querstreifen auf dem Bild haben. Ja, das sieht eigentlich ganz knorke aus. Gut, also schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir sind im Spiel, wir sind... auf einem guten Weg, wahnsinnig zu werden. Das Spiel selber ist mir etwas zu leise, aber das kann natürlich an den Kopfhörern liegen. Jetzt schauen wir erstmal. Oh, ist das Blut? Nee, das ist alles nur ein bisschen verrottet hier. Aber Bildschirm. Ich muss ein bisschen mehr in der Mitte, glaube ich, so jetzt. Baumhaus, klasse. Ja, denn so. Also. Ja, hier ist jetzt mal soweit nichts. Da brennt es ein bisschen. Ja, wir sind auf dem Schiff, soweit ich weiß. Soweit bin ich über das Spiel schon informiert. Ich habe auch schon mal reingespielt natürlich und ich habe ja auch vor... letzte oder vorletzte Woche schon probiert zu streamen, da hat es allerdings das Internet nicht so gut mit mir gemeint. Von dem her konnte ich da nicht. Kurzfristig. R2 drücken und R bewegen, um Türen zu öffnen. Ja, geht natürlich nicht, wenn keine Tür da ist. Geht das jetzt vielleicht bei anderen Türen? Bisschen arg dunkel, finde ich, ne? Die hier scheint zu gehen. Die Frage ist, wollen wir denn gleich durch diese Tür? Wollen wir nicht vielleicht zuerst durch diese? Das geht nicht. Also das Spiel scheint uns auch schon zu sagen, welche Tür wir benutzen sollen. Okay. Die geht. Das ist gar keine Tür. Sehr schön. Das tut er jetzt selber, ich mache nichts. Wie schade. Du hattest es fast geschafft. Ich bin ein bisschen arg beleuchtet, finde ich. The Unmooring oder Mooring, was auch immer. Set. Was? Oder Act. Act 1. Soll das eine 1 sein? Vermutlich. Wäre blöd, mit einem anderen Akt zu beginnen. Bleib wach. Du wirst die Rolle spielen. Du wirst wach bleiben. Schlaf ist eine schlechte Ausrede. Genau wie du. Es wurden alle Vorbereitungen getroffen. Dein Spielzeug wartet oben auf dich. Die Zeit vergeht für alle gleich. Verschwende nicht die unsere. Tritt auf. Okay, trete ich mal auf. Das ist ein... ich weiß gar nicht. Wie heißt denn das? Nochmal. Ein Metronom, glaube ich, oder so.
Sowas gab es in Remothered auch, da wurde immer gespeichert. Speichert das ja eigentlich automatisch? Ich glaube ja. Da ist etwas, das offensichtlich. Ah, wenn ich ranzoome, kann ich dann dementsprechend öffnen. Ja, Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Was soll mir das jetzt sagen? Also, offensichtlich kann man hier ab und zu mal solche Tonträger finden und diese an dem dazugehörigen Grammophon dann gleich auch wiedergeben. Ja, jetzt mache ich fürchte doch mal ein bisschen anderes Licht an, so das qualitativ gruseligere Licht. Ja, ich glaube, es bringt was. So. Also. Das war's dann an der Stelle mit dem. Ich denke mal, sowas werden wir des Öfteren noch finden. Da kann man sich auch was angucken. Hier ist eine Tafel. Den Charakter formen. Verknüpfe die Erinnerungen, Träume und Ängste. Bereite dich auf auf die große Rolle vor. Ja. Akt. Achso, da muss ich wahrscheinlich irgendwelche Buchstaben noch hinzufinden. Ich schätze mal, das wird so ähnlich sein wie die Kapitel beim ersten Layers of Fear, wo das Bild immer ein Stückchen weiter fertig wurde. Und dementsprechend wird es hier vielleicht nach jedem Kapitel einen zusätzlichen Buchstaben geben. Oh, bis jetzt habe ich mal noch keinen Schimmer, was das für ein Wort werden könnte. Aber gut, was haben wir da? Können wir uns angucken. Daily Dispatch Telegram. Ich lese das gleich mal in richtig. Ich wollte es doch. Ah ja, Viereck. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Bedenke, dass wir besprochen haben, was wir besprochen haben. Konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Finde deinen Ort. Finde deine Motivation, forme den Charakter. Vertraue mir, es wird sich lohnen. Ich versuche mit dir in Kontakt zu bleiben. Gute Reise, dein Freund und Agent. Okay. Ja, gibt es hier noch viel zu finden? Kann man eigentlich rennen irgendwie? Ja, man kann auch rennen. Die Tür ist verschlossen. Also ich gucke mich wie üblich einfach ein bisschen um. Das ist ja normal, wenn ich spiele. Ich will ja wissen, was überall ist und ob überhaupt was ist. Das Metronom läuft immer noch. Ich meine, es ist ein Metronom. Ich möchte das jetzt aber nicht. Also, sollte ich da das falsche Wort für gewählt haben, verzeiht es mir bitte. Aber ich meine, das heißt so. Na gut. Soweit, so gut. Hier haben wir jetzt mal nichts weiter gefunden. Dieses Wort da, denke ich, gilt es zu komplettieren. Das heißt, damit fangen wir jetzt im Idealfall an. Na? Kann ich das? Ist das beweglich? Muss ich das von vorne vielleicht? Ach, guck mal, vielleicht muss ich da was reintun. Vielleicht muss da auch was rein. Ach nee, was ist das denn? Dias. Oder sowas. Wieso wird denn das dahin geworfen? Das verstehe ich jetzt gerade aber nicht. Ist auch egal. Ist ja, wir wollen ja erst mal anfangen. Vielleicht muss ich irgendeins finden, mit dem ich beginnen kann. Vielleicht muss ich das auch wieder umdrehen. Gleich schon überfordert. Moment, hier geht's ja hoch. Da schau her, oder? Geht schon hoch. Das haben wir gar nicht gesehen. Hier muss man bestimmt auch irgendwas reinstecken. Keine Ahnung. Sieht mal ein bisschen so danach aus. Ein Fernrohr. Das ist die See. Die sehr ruhige See. Ja.
kann man nochmal R2 drücken. Ah, ein bisschen ranzoomen kann man da, okay. Naja, wer weiß, ob man da irgendwann mal was durchsieht. Aha, die geht schon mal auf, das ist gut. Noch andere Türen hier, die ich vielleicht vorher aufmachen möchte. Nö, rennen wir mal zurück. So, was haben wir denn hier? Feines. Das ist und das war wohl mal ein Spiel. Hat irgendjemand mit was verschmiert, so wie es aussieht? Die Charakterformen, Vorbereitung, frage dich, wer bin ich? Wo bin ich? Also ich bin ich und ich bin auf dem Schiff. So, so viel wissen wir schon mal. Alles super. Es nimmt leider nicht ganz so schnell Fahrt auf wie das erste Layers of Fear. Oh, warte nur. Moment, Moment, ich glaube, ich muss das da reintun. Ich will aber eigentlich noch gar nicht. Ich will erstmal mal gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Aber ich glaube. Ich glaube, in dem Moment ist hier nichts weiter. Deswegen. Ja, gehen wir da jetzt. Wir machen das jetzt. Ja, natürlich, ich muss das da rein. Das ist mir schon. Ah! Jetzt schauen wir uns das mal an. The parts of many men. Ich lese das auch nicht mit jetzt. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. Alles klar. And yet he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Eine traurige Rolle also. The Unmooring Act. One immer noch? Soll, denke ich mal, eine 1 sein. Dieses Verschnörkelte da. Ja. Geht's los? Hallo. Das war wohl ein Speicherpunkt. Unten links habe ich jetzt gerade gesehen. Nun, wie geht's denn jetzt hier weiter? Muss ich. Ich muss wahrscheinlich da reinlaufen. Beziehungsweise hier ist ein Bild. Vielleicht genauer ansehen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Keine Ahnung. Reinlaufen geht nicht. Hat sich auf dem Zettel was geändert? Nö, wer bin ich, wo bin ich? Ja, ich bin immer noch ich, auf dem Schiff. Und sonst niemand, so wie es aussieht. Das hier hat sich jetzt etwas geändert, ja. Okay. Da ist verschlossen, das wird vielleicht gegen später noch geöffnet, man weiß es nicht. Die Tür mache ich jetzt mal zu. Das hier kann ich alles nicht... Doch! Sehr geehrter Gast, auf Wunsch des Regisseurs wurde dieser Bereich des Schiffs für alle Passagiere und Crewmitglieder gesperrt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Icarus Transatlantic. Okay. Das ist sie.
Moment, ich habe doch noch mehr gehört. Okay, alles gut. Alles läuft. Alles super. Ein Spiegel. Hast du gut geschlafen? Ja. Ich bin jetzt auch wach. Darf ich das nochmal haben? Nicht schlecht. Okay. War jetzt echt nicht schlecht. Okay. Und wo kamst du denn her, Bübchen? Ach, schön. Aber es dürfte tatsächlich eine Spur lauter sein. Ich mache das Spiel eine Nummer lauter. Oder zwei. So. Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Wellenrauschen. Ich habe es etwas lauter gemacht. Das passt. Ich hoffe mal, dass das so generell noch, also dass ich jetzt nicht unhörbar bin dadurch. Aber ich denke, es ist gut. Das ist ein größerer Raum, will ich noch nicht rein. Ich will mich hier umgucken, ne? Ich meine, der erste Teil war sehr linear. Das wird der hier wahrscheinlich auch sein. Also bis auf ein oder zwei Möglichkeiten, wo wir uns vielleicht entscheiden können, gehen wir nach links oder nach rechts, wird es hier wahrscheinlich gar nichts großartig geben. Also ich großartig irgendwelche Überlebensutensilien hier finden, werden wir auch nicht, denn wir sind ja schließlich in unserer Psyche irgendwo drin, ne? Wahrscheinlich. Ja, was will ich denn mit Schusswaffen, wenn ich in der Psyche gestört bin? Ne? Außer mich selbst richten. Jetzt kommt so ein bisschen gruselige Musik. Da ist jemand. Nee, ist nur eine Flasche. Sah aus wie jemand. Aha. Okay, da geht's schon mal raus. Ich bleib trotzdem noch kurz drin, wie gehabt. Ich muss ja erstmal gucken, ob hier noch Sachen rumfliegen. Das ist ein Püppchen. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Ist klar, Charakterform für ihn. Mhm. Alles, worauf es ankommt. Darf ich dich wieder zurücklegen, bitte? Ja. Kann ich dich nochmal nehmen? Ja. Ich gucke mir die Puppe nochmal genau an. Vielleicht ist da irgendwo was Interessantes. Aber ich glaube eher nicht. Nö. Ja. Hier für jemanden, also wahrscheinlich den Regisseur, einen Charakter bilden oder formen. Gut, gut, alles fein. Weiteres scheint hier nicht zu sein. Ein Rettungsboot. Darf ich da drauf? Ich will weg. Sofort. Es ist sehr ruhig, die See, ne? Also es wäre sie. Als wäre es ein Studiopool. Mhm. Egal. Ah, muss ich ziehen? Ne, ist zu. Hä? Jetzt? Ach, da oben auch nochmal. Ah, ziehen. Nun, gut. Alles klar. Speichert wieder, wunderbar. Spielzeit ist mir noch nicht ganz bekannt. Ich habe verschiedenste Sachen gehört. Ich habe gelesen und gehört, eigentlich nur gelesen, dass man durchaus bis zu 10 Stunden brauchen kann. Yeah, yeah, I know you've told me a million times. Also brauche ich wahrscheinlich 12. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Okay. Könnte eventuell mein Manager sein, der da zu mir spricht. Ich habe jetzt nur leider nicht genau zugehört. Ist aber nicht so schlimm. Also auf jeden Fall eine gute Gelegenheit hier scheinbar, die ich nutzen sollte. Da ist jetzt verschlossen. Okay. Da geht's nach unten.
aber jetzt noch nicht. Vielleicht ging später. Das ist ein Aufzug. Ah, dann schauen wir uns das doch an. So. Und gleich werden wir mit Sicherheit komische Sachen sehen hier vor uns. Oder es passiert irgendwas anderes. Zum Beispiel sowas. Okay. Auf geht das Ganze nicht. Das heißt, vielleicht benutzen wir nochmal den Hebel. Ah, geht weiter. So. Das ist ein Köfferchen. Rollwägelchen mit Köfferchen drauf. So wirklich was Interessantes scheint ja aber im Moment mal nicht zu sein. Das scheint so eine Art Feueralarmglocke oder sowas zu sein. Ich habe irgendwas gehört. Ja, hier ist irgendwas. Kann ich mal anschauen. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Okay. Blinde Passagiere. Naja, wer weiß, was es mit denen auf sich hat. Ist das schon die Rolle, die ich hier spiele? Jemand, der dafür zu sorgen hat, dass keine blinden Passagiere an Bord sind? Ich weiß es nicht genau. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Machen wir auf. Super. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fängt die Melodie vom ersten Teil an. Aus irgendeinem Grund. Aber es wurde dann schon im Keim erstickt, dieser Gedanke. Muss ich mir irgendwas angucken? Die Bilderchen. Muss ich da mal rausgucken aus der Luke? Ist alles verschmiert hier? Jemand hat sämtliche Luken verschmiert. Kann nur noch begrenzt rausgucken. Die geht nicht, ne? Jawohl. Also geht's weiter. Das ist die Beach Patch. Hallo. Kannst nicht gucken. Ja. Ich weiß, dass du auch Livestreams. Ich war vorher ganz, ganz kurz drin. Aber ich bin ja nicht so der Ballermensch, deswegen habe ich mir das nicht weiter angetan. Aber sicherlich ist der Stream ja irgendwann beendet. Dann kommst du einfach hierher und dann ist gut. Kannst mir vielleicht hier oder und da den einen oder anderen hilfreichen Tipp geben. Aber ich habe gerade erst angefangen, wie du vielleicht siehst, weil ich, du hast das Spiel ja wahrscheinlich sogar schon durchgezockt, schätze ich. Oder bist zumindest mal deutlich weiter als ich. Ich hoffe, sonst geht's gut. Ja. Schlüssel. Ich nehme den, soll ich den? Ja, er nimmt ihn, okay. Ach, den lasse ich mal an, ist eh heiß heute. Was haben wir da? Nee, da ist nichts. Ja, mal wieder zu. Muss alles seine Ordnung haben hier. Zettel? Moment. Von Sicherheitsbüro. An leitender Sicherheitsbeauftragter. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht sie persönlich für die Einhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen und auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. Schön.
Liste mit den Leuten machen, die sehen noch nichts, sind doch blind.